einen wunderschönen guten Morlock. So, jetzt muss die Kamera ihren Einsatz zeigen. Noch nicht in Extremsituationen. Quatsch, das Objektiv meine ich, das neue. Und dieses 16mm Objektiv wird sich jetzt hier bewähren. Und wir werden einen Burger machen. Ich hatte die voriges Jahr gekauft. Diese Patties. Diesmal ist es der Black Agnus Burger, mit dem fange ich an. Angus meine ich, nicht Agus, Agnus. Man kann es in der Pfanne im Grill machen, Mr. Ayers wird die Pfanne nutzen. Genau, die werde ich dann noch holen. Wir werden ja, für die Liebhaber den Käse, die Tomaten, Zwiebel etwas und die neue Sweet Chili Soße mit anwenden. Genau. Und was hat Mr. Ayers hier? Er hat einen Wein. Ich weiß schon, ich begehe eine Sünde, aber das ist mir gerade egal. Ich werde sie irgendwo vielleicht im Weinhimmel dann irgendwann später wieder gut machen bei den Winzern. Aber aktuell werde ich diese Sünde begehen. Ich werde trockenen Wein mit Rockstar Machu Picchu Energy Drink mixen. Am Ende ist es ja das, was ihr sehen wollt. Schmeckt es dem? Schmeckt es dir nicht? Ich bin kein direkter Weinkenner, eher die untere Mittelklasse, dass ich mich da auskenne. Aber ich kenne Gröber Nacktarsch und die schwarze Mädchentraube. Genau, das sind Dinge und Zweigelt. Genau, Dinge, die man kennen sollte. Und dann, ja, den einen oder anderen Wein, den man so kennt. Erbsen-Spätlese, genau. So. Nun haben wir hier diesen trockenen, den werden wir erstmal trocken genießen, so wie er ist. So wie es die Weinkenner eigentlich wollen. Normalerweise müsst ihr ein bisschen trocken Brot essen oder so und dann davon kauen, damit wir einen neutralen Geschmack, aber egal. Dieser trockene ist mir doch zu trocken, ja. Aber ich trinke ihn trotzdem erstmal so, den kleinen Schluck. Es ist halt Wein, ja. Wir werden heute... Jetzt testen wir das. Die Frage ist nun, tut man zuerst dieses Machu Picchu Rockstar rein oder tut man zuerst den Wein rein? Das ist ja auch noch eine ganz entscheidende Frage. Manche sagen rum wie numm, sauf. Die anderen sagen, probier mal. Eigentlich sollte dies ein Burger-Video werden, aber Achtung! ASMR mit dem roten Mikrofon, ja. Das muss sein. Das ist eine geringe Menge von Energy drin. Schon schmeckt mir der Wein besser. Es mag für euch makaber klingen, für den einen oder anderen Winzer, beziehungsweise der Wein herstellt. Aber ich mag nun mal lieber süße Weine. Ich werde jetzt alles vorbereiten, vielleicht den einen oder anderen Schritt für euch zeigen. Jo, seid gespannt. Bis gleich. So, womit fangen wir an? Mit dem halben Schneidebrett. Ich weiß, es scheint irgendwie mal irgendwo kaputt gegangen zu sein. Man kann auch noch ein Viertelstes draus machen, denn hier ist die Anknackbruchstelle schon gegeben. Wenn man ein bisschen mehr drückt. Aber warum sollte ich das jetzt kaputt machen? Jo, hab ich das Messer rausgelegt? Ja. Ja, die gewaschenen Tomaten werde ich erstmal in Scheiben schneiden, beziehungsweise den Bibus hier vorne raus. Manche mögen ihn. Mir war er lange Zeit egal, aber jetzt bin ich wieder für den Bibus entfernen. Ihr wisst schon hier, dieses Teil da vorne drin in der Tomate. Das Tomatenzentrum hat einen Bibus, keinen Bibis, einen Bibus. Den entferne ich mal. Ja, ich tue es einfach. Bibus raus. Oh, da hängt gleich ganz schön was dran, aber das werde ich jetzt ab. Nicht alles verschwenden. Wir werden jetzt hier Tomatenscheiben rausholen. Aus dieser Tomate. Für den Burger hauchzarte, dünne Scheiben. Ach, scheiß auf hauchzart. Ich mach's jetzt dicker. Das Messer könnte schärfer sein.
So, die hauchzarten Scheiben werde ich jetzt hier dicker machen. Die sind halt jetzt grob. Was machen wir mit dem Rest von der Tomate? Jeder weiß es, naschen. Mhm. Ist jetzt keine Süße. So, Tomate hätten wir. Das Zwiebel. Machen wir gleich auf dem Tomatenbrett. Das macht nichts. Diese kleine Zwiebel, weiß ich immer, ich mache nicht unbedingt Zwiebel in meine Burger. Aber ich finde es schon teilweise gut. Als Kind habe ich das nicht gemacht, aber jetzt ist das schon okay. Aber ich bin nicht der Zwiebeltyp. Aber da einige das verlangt haben, beziehungsweise sagen, ja, der Burger braucht die Zwiebel. Er kann nicht ohne die Zwiebel leben. Seitdem dachte ich mir, ja, okay, ein Burger muss Zwiebeln haben. Ein Burger von Mr. Ears wird ab jetzt öfters mal Zwiebeln haben. Das sehe ich ein. Nicht immer, aber vielleicht öfters. Wir schälen die erstmal von ihrer braunen Hülle, die Zwiebel. So, dies, das, ab mit der Hülle. Und rein und raus. Warum? So, das braune, die braune Schale, das Schälchen ist ab. Genau, jetzt haben wir die rohe Zwiebel, die werden wir jetzt ein bisschen klein schneiden. Da sagt der eine, ja, ich habe ja einen Zwiebelschneider, ich habe eine Zwiebelschneidemaschine, ich habe eine Zwiebelschneide, ich habe eine Zwiebelschneidefirma. Wozu macht er das? Ich bin halt der klassische Schneider. Der Handschneider. So. Jetzt haben wir erstmal die Scheiben geschnitten, die Zwiebelscheiben. Na, hier machen wir auch noch eins draus. Manche sind ein bisschen dick. Da kommen jetzt langsam die Tränen, weil es so traurig ist, die Zwiebeln zu schneiden. Nehmen 3-4 Ringe übereinander, damit man sie nochmal ein bisschen kleiner bekommt. Ich weiß noch nicht mal, wie ich diese Zwiebelstückchen hier auf dem Burger, wie ich die da jetzt integriere. Aber die werde ich vielleicht bestimmt nochmal anbraten. So. Jetzt haben wir Zwiebelstückchen auch hier. Die werde ich natürlich nicht so unangebraten lassen. Und werde sie in eine Pfanne oder einen Topf zum Rösten geben. So. In der Zwischenzeit natürlich noch mal ein Schlückchen Wein. Ich denke, die Flasche muss halt alle werden. Mit dem Spezialmix. Nicht ohne. Trockenen Wein gibt es bei Mr. Ears nicht. Und dieser Energy Drink von der Machu Picchu Flavor. Müsst ihr einfach, ich müsste ihn mal so trinken. Ah, so schmeckt Machu Picchu. Der ist wirklich süß. Der Wein geht. Okay. Weiter im Takt. Der Käse kommt dann drauf. Die Tomaten, die Zwiebeln werde ich jetzt angaren. Und den Rest in die Pfanne tun. Wir sehen uns. Zu den Zwiebeln hat sich noch ein bisschen Knoblauch gesellt. Jo. Das passiert. Die fühlen sich einfach zusammen am wohlsten. Und tatsächlich sehen diese Hackburger, also wie es auf dem Bild auch abgebildet ist, anders aus als diese Patties, die man sonst so kennt. Wir werden sehen, ob sie feiner sind vom Geschmack und alles weitere werde ich euch dann zeigen. So, mein Tablet macht sich bewährt. Ich kann eine Referenz machen von dem, was ihr seht. Und ich glaube, es ist scharf und diese Lichtverhältnisse sind wirklich gerade fantastisch. Ja, wir gesellen uns, während die Patties erstmal rumpattien, noch zu einem Glasel Wein, würde ich sagen. Und erzählen ein paar Geschichten aus dem Paulaner Garten.
den EOS-Garten. Was kann man erzählen? Wenn ich jetzt spontan bin, mixe ich gerne Getränke, wie ihr seht. Die Referenz erstaunt mich immer wieder. Ich muss immer wieder zu meinem neuen Tablet schauen, aber das sei mir doch gegönnt, denke ich doch. Jetzt trinke ich was, was sonst wenig trinken. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare bitte schreiben, ob ihr Wein auch so behandeln würdet wie ich. Für mich ist es eine, ja, na, ich sag mal nichts dazu, eine liebevolle Behandlung des Weines, der mir nicht schmeckt, und mache ihn schmackhaft. Württemberger Energy. Wer kennt es nicht? Nein, in dem Fall freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Soße. Sweet Chili Soße, die werde ich dann drauf machen und freue mich auf den Geschmack. Was kann ich noch sagen? Ich war ein Kind, ging durch den Garten, habe tatsächlich ein mysteriöses, ganz schnell weglaufendes Tier gesehen. Kein Hase. Ich denke, einen Hase hätte ich mit meinen Augen noch verfolgt. Vielleicht gibt es ja da draußen doch irgendwelche Wesen, die mich beobachtet haben als Kind. Wer weiß, es war zumindest ein sehr schnell sich entfernendes Wesen, was ich im Augenwinkel nur so sehen konnte. Das war wahrscheinlich eine Nahbegegnung. Kappa, ne, man weiß es nicht. Irgendwas habe ich da als Kind gesehen, ich weiß es nicht. Ein Tier war so fasziniert von Mr. Eos oder auch nicht, weil es ja dann gerannt ist. Wäre es ein ebenwürdiges Tier gewesen, hätte es sich mit mir angelegt, aber es hat sich für die Flucht entschieden. Das heißt, ein Schalter im Gehirn wurde umgelegt, hat das Tier zwischen 1 und 0 entschieden, nämlich nämlich den Rückwärtsgang oder nämlich den Frontalangriff. Das Tier hat entschieden, nein, gegen Mr. Eos möchte ich nicht kämpfen. Ich nehme den schnellen Vorwärts-Rückwärtsgang und bin weg. So hat das Tier entschieden. Eine zweite Geschichte. Mr. Eos hat tatsächlich einmal ein Bambi, ein Reh umgefahren. Es tut mir sehr leid, ich konnte nichts machen. Es ist geschehen. Bei vielen weiblichen Fans bin ich bestimmt jetzt raus aus der Nummer. Aber das Tier war sofort hinüber. Ich muss mich um meine Patties kurz kümmern. Ich bin kurz raus, wir sehen uns. Guten Morlock zurück. Ich habe die Patties gewendet und noch wieder etwas flüssiger gemacht. Was werden wir jetzt machen? Ich bin bei Glas 3 oder 4. Dies ist noch angenehmer so. Warum lecke ich die Flasche mal ab? Weil ich sie selbst trinke. Alkohol ist momentan bei vielen... Warum lecke ich die Dose ab? Weil ich sie selbst trinke. Alkohol ist momentan im Haushalt bei niemandem aktuell. Mr. Eos trinkt ab und zu jetzt mal im Urlaub ein bisschen. Ich denke, das sei mir gegönnt. Ich danke den Gönnern. Kritiker kann ich auch verstehen. Alkohol ist nicht gut, wie ihr seht. Nein, aber zurück zu anderen Geschichten. Ich war oft in den Bergen als Jugendlicher und habe das sehr genossen. Die Alpen sind wirklich ein sehr, sehr schönes, landschaftlich schönes Gebiet. Ich war in Berchtesgaden, ich war in Oberammergau, ich war in Garmisch-Partenkirchen, ich war damals schon in Innsbruck. Ich kenne Wien, wo war ich noch? Viele Ecken der österreichischen Grenze und etwas drüber hinaus kenne ich. Am Bodensee war ich schon, den Ort kann ich jetzt nicht genau sagen. Mir liegt es auf der Zunge, aber irgendwas mit P. Nein, weiß ich gerade nicht. Ist ja völlig Bockwurst. Der Bodensee ist wirklich auch ein sehr schöner See. Sehr groß. Enten schwimmen da drin. Man glaubt es kaum, ja, ich weiß.
Und Innsbruck ist sowas wie meine zweite Heimat geworden damals. Ich kann dazu sagen, dass ich diese Stadt noch nicht in- und auswendig kenne, aber außen inwendig. Was ist der Unterschied? Das kann ich euch nicht beantworten. Ich kenne viele interessante Orte von Innsbruck, viele Hotspots, Highlights. Ich könnte euch viel darüber erzählen, was es da alles gibt. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich müsste echt mal ein Innsbruck-Special machen. Ein richtiges Werbevideo. Ich muss mich mal um meine Patties kümmern, man sieht sich. Da es ein Weitwinkelobjektiv ist, bin ich jetzt mal ein bisschen näher gerückt. Beziehungsweise ihr an mich, ich an euch. Die Patties sind versorgt. Die brauchen noch ein bisschen. Dies ist eine geile Keramikkanne, Pfanne. Sie brennt nicht sofort an, das ist der Vorteil bei solchen Pfannen. Man kann sich mal gechillt hinsetzen und Geschichten aus dem Eos-Garten erzählen. Was fällt mir noch ein? Spontan ist immer ein bisschen blöd, aber wenn man sich anstrengt, fällt einem auch was ein. Meine Geburtstage waren immer ganz gut besucht. Ich hatte viele Leute eingeladen, meistens so 20, 30 Leute. Sie sind auch, man lädt ja immer ein bisschen mehr Leute ein. Meistens hat man so 40, 50 eingeladen, 20, 30 sind gekommen, was eine sehr gute Statistik ist, finde ich, für Geburtstage. Ich finde es nur schade bei Menschen, die 5, 6, 7 Leute gut kennen, sie kommen, nur einer oder gar keiner erscheint. Das ist wirklich eine sehr, sehr traurige Sache, aber auf jeden Fall mein Segen hat diese eine Person, wo keiner zum Geburtstag kommt. Ich finde es sehr nicht so schön, wenn Menschen alleine feiern müssen, aber das kann ich leider nicht ändern. Aber ich bin näher bei euch. Ansonsten möchte ich sagen, meine Geburtstage, ja, sind immer sehr gut besucht gewesen. Ich habe auch verschiedene Videos. Vielleicht mache ich da, ja gut, das ist das Problem. Viele möchten das ja nicht, dass sie auf Videos sind. Einen Re-Upload könnte ich jetzt leider nicht machen von meinen Geburtstagen. Es gibt 1, 2, 3 gute, große Videos, wo alles mit drauf ist. Also die ganze Party von A bis Z, vom Erscheinen bis zur eigentlichen Party. Bei mir wurde immer viel gefilmt. Seit 98 hat Mr. Ayers die Kamera. Eine Kamera, nicht die. Ich habe mich da immer so hochgesteigert. Am Anfang wusste ich nicht so viel über Kameras. Dann fiel mir im dunklen Bereich das Rauschen auf, das Bildrauschen. Das kann ich euch erklären. Wenn man günstigere Kameras hat, die haben meistens einen kleineren Sensor, da kann nicht so viel Licht empfangen. Da wird künstliches Licht hinzugefügt, das führt dann zum Rauschen. Das bedeutet, je größer der Sensor, umso besser. Es gibt Vollformatkameras, wie ihr sie hier seht, die haben wirklich ein sehr lichtstarkes Objektiv jetzt teilweise und die lichtstarke Kamera mit dem großen Sensor an sich. Wenn ihr wirklich das Geld habt und ihr wollt irgendwas richtig Gutes damit machen, bitte kauft euch ruhig Vollformatkameras. Die gibt es wahrscheinlich jetzt, ich glaube die Alpha 7 II auch schon unter 1000 Euro, beziehungsweise im Videoformat könnt ihr da schon, ich gucke immer auf die Pfanne, sorry, ich muss gucken, dass die Patties hier nicht anbrennen. Ja, Vollformat ist mein Tipp für euch. APS-C ist auch noch gut. Handykameras rauschen im Dunkeln leichter schon. Ich muss jetzt zum ersten Mal zum Patty hier. Ich werde gleich nervös. Guten Morlock back. Ich könnte natürlich noch näher kommen, ein bisschen geht noch. Ich muss das mal checken. Jo, macht sie mit. Bisher ja, finde ich mein neues Objektiv sehr nice. Ich werde das alles nochmal checken und auch von der Nähe rangucken, wie weit ich hier eigentlich rangehen kann. Hallo YouTube. Was wollte ich sagen? Es ist mir entfleucht. Aber das ist egal. Wenn euch Dinge nicht mehr einfallen, dann nehmt einen Schluck Wasser, irgendwas, was ihr wollt. Oder Wein. Oder Wein Energy. Ich habe die Tomaten fertig, den Käse, die Zwiebeln sind fertig. Alles nur noch drauflegt, bereit und nochmal für den Backofen zum Erhitzen. So mache ich das immer. Die Patties durften so langsam durch sein. Wir sind schon ein ganzes Stück am Hin und Her drehen.
Und ich werde euch dann noch die Soße mit drauf tun und die Zwiebeln, den Knoblauchzwiebeln. Und beim Biss werde ich euch den Saft im Mund aktivieren. Es gibt optimal aktivierte Abwehrkräfte und es gibt Burger-Videos von Mr. Ailes, die aktivieren eure Mundflüssigkeiten, denke ich doch mal. Was machen wir jetzt? Wir trinken auf jeden Fall noch ein kleines Schluck Wein. Das kann nicht schaden. Wie immer das professorische Ablecken. Und dann schmecke ich immer gleich die Note, die mir nicht gefällt. Ich weiß, Mr. Ailes ist ein Süßer. In Sachen vom Essen. Was ich nicht sehr gern mag, ist das Saure und Bittere. Ich weiß nicht, warum das Saure und Bittere erschaffen wurde, aber es ist nun mal da. Besser als auf irgendeinem Planeten wohnen, ohne richtige Atmosphäre. Das würde ich mal so behaupten. Ich hoffe, ich kann euch hier gut unterhalten. Ihr sitzt zu Hause vor eurem Fernseher, habt es euch gemütlich gemacht. Mr. Ace ist gern für euch da. Ich versuche, meinen Senf dazu zu geben. Ich bin immer sehr spontan. Ich könnte ein Skript machen, aber dies verläuft meistens dann im Sande bzw. irgendwo anders. Wenn ich Filme drehe oder irgendwas machen würde, kritisch, ja. Aber ich habe das schon gemacht. Es gibt Videos, die ich zusammengestellt habe. Das stimmt. Vor 20 Jahren habe ich Videos gemacht, richtige Filme, 3-4 Filme. Die Eric Go Geldbank, Der letzte Pfeng, Das letzte Bier sind 3 der Hauptfilme, die ich gemacht habe. Allerdings möchte ich die nicht hochladen. Im Alkoholzustand denke ich immer, ja, lad sie hoch. Aber wenn ich nüchtern bin, denke ich mir, nein, das ist wirklich krass doof, diese Videos. Das ist mir peinlich, da ich auch weiß, wer hier teilweise zuguckt. Nichts gegen euch, aber es ist halt dann irgendwann bei manchen Menschen peinlich, das zu zeigen. Ob es dann letztendlich gut aufgenommen wird von den Menschen, weiß ich nicht, aber eigentlich sollte es einem egal sein, habt recht. Die Patties sind gleich fertig. In dem Sinne bin ich erstmal mit dem Mr. Ailes Garten raus. Ich denke mal, vielleicht mache ich noch ein kleines Special dann am Ende. Ich muss mich erstmal um die Patties kümmern, den Burger essen und dann das Special machen. Wir sehen uns. So, wie fangen wir an? Am besten spontan. Ich hoffe, meine neuen Burger-Videos, mein neues Objektiv gefällt euch. Und es ist auch rattenscharf. Wie fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir fangen... Kettenreaktion. Wir fangen mit dieser süßlich scharfen Soße von Sweet Chili Soße, auf die ich sehr gespannt bin, an. Kann ich euch noch mal ein bisschen näher zeigen. Sieht wirklich richtig nice aus. Wie mache ich das hier am besten? Ich muss, glaube ich, unten erstmal aufmachen. Ha, ich hab's gewusst. Dieser Trick von diesen Firmen, die das herstellen, er funktioniert nicht mehr bei Mr. Ailes. Dieser Trick mit den zuen Deckeln. Junge. Ja, jetzt können wir loslegen. So. Wir fangen an am besten hier mit, dass wir hier die Soße drauf machen. Die Sweet Chili. Werden wir jetzt erstmal hauchzart verstreichen. Viele verstehen nicht, warum musst du die Soße auf beide Seiten machen, aber in manchen Fällen hat es schon Sinn. Die werden wir jetzt hier verstreichen, die Soße. Genau, so fangen wir an. Hier noch ein bisschen Sweet Chili, da Sweet Chili. Kann jetzt nicht schaden. Man könnte auch mehr machen, aber bleiben wir mal dezent. So, jetzt möchte ich die Zwiebeln und den Knoblauch mit einsetzen, dass ich da unten eine kleine Lage habe. Muss nicht übertreiben. Ein bisschen was hier, da. Genau. So, was machen wir als nächstes? Ich werde eine Grundlage schaffen für den Patty. Also hier kommt jetzt der Patty drauf, genau. Eine Tomate und der Deckel. Habe ich was vergessen? Na gut, man könnte noch ein kleines bisschen Sauge drauf machen. Dann haben wir den Burger erstmal so in der Grundfunktion fertig, der dann nochmal im Backofen kommt.
Habe ich was vergessen? Ach so, Scheibe 2. Okay. Ganz wichtig, ja. Das ist Burger Nummer 1. Der ist erstmal so grob fertig. Das sieht ja rum wie nimm gleich aus. Junge, habe ich die Decke vertauscht? Nein. Tatsächlich. Ach, das ist unten. Ach, wo ist unten, ist oben. Das ist die Frage. Der ist fertig. Nummer 2 wird jetzt hergestellt. Der erste ist für jemand anders. Der zweite für mich. Da ich ein bisschen mehr Schärfe vertrage, beziehungsweise denke ich mal, mehr Schärfe möchte, wie ich das einschätze, werde ich den jetzt so ein bisschen eintauchen in das Zeug hier, in die Soße. Da kommt eh nochmal ein Backofen, kommen alle beide nochmal im Backofen. Dann, ja gut, werde ich hier Zwiebeln und Knoblauch verteilen. Auf der anderen Seite Zwiebeln und Knoblauch. Läuft euch schon das Wassermund zusammen? Ich hoffe doch. Genau, hier noch ein bisschen Zwiebel, Knoblauch. Wenn ich noch zielen könnte. Zwiebel, Knoblauch hier. Alter, das wird echt. Wo passt denn nur das Patty drauf? Nee. So, genau, drauf. Keine Zeit verschwenden. Ich meine, ich habe Urlaub. Was du weißt. Immer schön achten, dass alles schön drauf ist. Jedes einzelne Produkt, was ich geschnitten habe, darf nicht verschwendet werden. Bitte drauf. Danke. Bitte drauf. Danke. So, ihr habt es gehört. Der Teller bitte aufwasch. So, weiter geht's im Text. Und was machen wir jetzt? Genau. Käse. Patty. Tomate. Käse. Deckel. Genau. Ganz einfach ist das. Oh, stopp. Ganz einfaches System. Da kommt jetzt. Oh. Schweizer Käse ist geil. Kommt einfach das Zeug durch die Löcher. Aber was haben Sie erwartet? Kommt der Deckel drauf. Schon haben wir den Burger fertig. Dunkle Seite, denke ich. Oh! Vorsicht! Dunkle Seite ist unten. Dieser wird äußerst schwierig zu essen sein. So, jetzt bereiten wir den Backofen vor. Und da kommt das Zeug rein. Das Zeug. Bis gleich. Aktuell zeige ich euch mal, was passiert, wenn man im Vollformat ABS-C Objektive anschaut. Die Ränder sind sehr verschwommen. Also es ist noch, natürlich noch die Blende verantwortlich etwas. Aber das passiert halt dann, wenn man nochmal Weitwinkel hat. Aber im Fokus dessen steht, ist natürlich für manche gleich ganz gut, wenn sie den Effekt eh mögen. Das passiert allerdings, wenn man APS-C, aber die sind auch Vollformat tauglich, Bilder, meine Kamera kann das umwandeln, dann wie ihr gesehen habt vorher, in noch etwas weitwinklerischen Weitwinkel macht. 16 mm im APS-C Format, aber ich mache wieder den Vollformat rein. Das war nur ein Testbeispiel. Ich habe den Crop-Modus beendet. Wir sind wieder im Vollformat-Modus bzw. APS-C Modus jetzt. Und ihr seht wieder alles. Die Ränder sind verschwunden. Es ist nicht mehr ganz so weitwinklig, aber das sind dann die echten Vollformat 16 mm, die ihr jetzt seht. Und ich bin sehr begeistert von diesem Objektiv momentan. Ich musste nur die Einstellung, die Belichtung alles richtig einstellen. Objektiv, du machst alles richtig. Vielleicht brauche ich mein Standardobjektiv gar nicht mehr. So. Warum höre ich nichts? Ist jetzt der Backofen aktiv? Das ist die Frage. Ich bin schnell wieder da. Doch, er heizt. Sehr gut. Der Ofen heizt, kann man sich unter Weineinfluss normal benehmen? Ich denke schon. Natürlich beeinflusst der Wein die Blutbahn und alles, was da drum im Körper passiert. Der Mensch wird etwas anders, er wird lockerer, sagt man. Das könnt nur ihr entscheiden. Momentan fühle ich mich schon locker, doch diese Theorie stimmt. Wir haben noch ein bisschen Wein. Was habe ich getrunken bisher? Für manche sehr viel. Für mich
Kann man mal machen. Ich bin ja nicht der tägliche Trinker. Ich brauche zum Beispiel, wenn ich arbeite, trinke ich nie etwas. Das schalte ich dann konsequent ab. Dann sagen bestimmt jetzt einige, dann arbeite doch 365 Tage bis zur Rente am Tag. Dann musst du nichts mehr trinken. Das stimmt. Aber ein gewisse ein bisschen Freiheit braucht der Mensch. Man lebt nicht nur von Arbeit. Der Mensch möchte sich ja auch so etwas, so ein bisschen entfalten. Versteht ihr? Mann, habe ich heute viel gelabert. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr guckt euch das trotzdem komplett an. Wer es komplett anguckt, größten Respekt für meine Videos. Ich weiß auch nicht. Ich mache das ja alles nur, weil es wirklich manche Menschen interessiert, was ich hier mache. Ich kann das manchmal gar nicht nachvollziehen selbst. Aber es scheint zu sein, die Abonnentenzahlen steigen bei Twitch oder auf YouTube immer kontinuierlich, wenn ich irgendwas mache. Ich kann mir das nicht erklären, aber es ist irgendwo so. Normalerweise empfinde ich, ja, was mache ich? Bin ich ein normaler Mensch? Nein, es scheint mich irgendwo etwas herauszukristallisieren. Aber ja, ich mache spontane Dinge, die anders sind als andere manchmal machen würden. Zum Beispiel das mit dem Wein, das ist nur ein kleines Teil. Ansonsten, ich denke, es liegt an meinem Verhalten, an manchen, in vielen Situationen. Natürlich werde ich auf Twitch auch manchmal aggressiv, wenn der eine oder andere Mensch da blöd kommt einem. Das ist normal. Aber ansonsten ist meine Grundsubstanz nicht aggressiv. Ich versuche es im größten Teil und überall zu vermeiden, aggressiv zu sein. Das schadet eines jeden. Seid immer nett, höflich, freundlich, egal wie die Situation ist. Natürlich, online kann man dann ab und zu den einen oder anderen Troll mal rausschmeißen. Das geht ganz schnell. Das ist der Vorteil der heutigen Zeit. Früher hat man sich mit Trollen arrangieren müssen. Man ging im Mittelalter durch den Wald. Die Trolle kamen mit ihrem buckligen Buckeln oder geraden Buckeln, man weiß es nicht. Sie rannten den Opfern hinterher und trollten ihn mit und so trollten sie die Menschen und die Menschen waren nervös und reagierten drauf, meistens mit Aggression. Das gefiel den Trollen, weil sie Aufmerksamkeit bekamen. Somit war der Troll in seinem Element und konnte sein Opfer sehr gut trollen, indem er wieder macht. Und das Opfer sagte sich nur, ach Mensch, Troll, verschwinde. Es kam zu gewaltsamen Streitereien zwischen Trollen und Menschen. Sie rauften sich wie das Katzenbündel in den Videos, wie ihr es kennt. Dieses Bündel, was sich so rollt und dreht und staubt, wo Knochenreste, Fischgräten rausspringen. Na gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, aber so kann man das auch benennen. Ich würde sagen, ich schenke mir ein Glas Wein an, dann gucke ich mal nach meinem Burger. Die meisten alkoholtrinkenden Menschen, die Wein und Bier trinken, vergessen den Ofen nach einer Zeit. Das darf euch nicht passieren. Ich glaube, das wird heute eines der längsten Videos, was ich jemals gemacht habe. Dresden, ich werde bald wieder kommen. Das sind meine Abschiedsworte. Grüße gehen raus an Leon Darm. Und nicht zuletzt Panda Donka. Falls ihr neu seid, geht auf YouTube bzw. Twitch und abonniert diese feinen Menschen. Das meine ich ehrlich. Natürlich, Max und Adler sind sowieso. Aber richtig verdient haben es wirklich Panda Donka und Leon Darm. Panda Donka und Leon Darm. Ich grüße euch. Ich bin nüchtern. Lüge. Okay, man sieht sich schnell raus. Der Burger kommt gleich. Ich werde ihn mampfen und noch was dazu erzählen. Ansonsten bis gleich. Upsala. So, guten Morlock zurück. Hier ist wieder euer Mr. Eos für YouTube. Mein Burger ist fertig. Die Zwiebeln, der Knoblauch, der Käse, die Tomaten, das Patty, alles drauf.
Jetzt werde ich auf jeden Fall zum Anschluss noch einen trinken. Bevor ich neu eingieße, werde ich euch den Burger jetzt präsentieren. Und da es ja ein schönes Weitwinkel ist, gehe ich schon besonders nah ran. Er ist etwas verrutscht, das macht nichts. Er ist auch an einer Seite leicht dark, dunkel. Aber das ist ja eh ein Black Agnus, von daher, das beißen wir rein. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert in meinem Gaumen. Oh, die Soße. Okay. Die süßliche Soße ist gar nicht so süß, wie ich dachte. Ganz gut. Und die Zwiebeln, da kommen wir auch mit zum Vorschein jetzt etwas. Der Knoblauch, das ist der Käse. Oh ja. Ein sehr guter Burger, muss man sagen. Das Patty ist leicht hart. Nicht so weich. Also wirklich bissfest. Gerade habe ich ein bisschen Knoblauch geschmeckt. Oh ja. Diese Kombination geht über manche McDonald's Burger auf jeden Fall drüber hinaus. Selbstgemachte Burger sind besser. Dieser Geschmack, diese Soße. Dieser Käse. Oh ja. Gut. Den habe ich gut hingezaubert. Boah, ist denn gleich weiter. Jetzt brauchen wir einen Schluck Wein zum Abschluss. Mit natürlich Energy. Ein nachträglich gesundes neues Jahr. Ich weiß, es ist ein Monat zu spät. Seht ihr, so schnell ist ein Monat rum. Checkt das mal, der Monat ist rum. Einer von 12 schon wieder. So, gut, ist guten Morlock. Bis gleich. Ich muss mal kurz ein Video machen. Ja, ich bin leider teilweise noch auf Twitch live. Und ich muss euch sagen, wir klingen diesen Tag jetzt ab. Dieses Video, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Der Burger ist wirklich fantastisch, aber den werde ich jetzt noch Twitch genießen für die Twitch-Zuschauer. Und YouTube, danke für alles und der Burger ist, bleibt und war fantastisch. Mr. Eos ist raus, auf den nächsten bzw. übernächsten Burger. Von diesem Burger gibt es noch zwei andere Patties. Die werden wir testen. Der war wirklich fantastisch. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen guten Burger gegessen habe. Ich sag's wirklich so, wie es ist. Tja. Und was habe ich noch im Kühlschrank? Ja, ich habe ein komplettes Huhn im Kühlschrank. Ein komplettes Huhn. Das muss erstmal gemacht werden. Und dann wird's richtig ernst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen des Videos bis zum Ende. Es wird wirklich sehr lang diesmal, aber größten Respekt an euch, dass ihr das jetzt bis zum Ende zugeschaut habt. Ich denke mal, man sieht sich beim nächsten Video. Ich habe Urlaub und habe viele Ideen noch. Ich denke mal Dresden, ich komme. Berlin weiß ich noch nicht, aber Dresden, okay. Man sieht sich, ich bin raus. Mr. Eos, guten Morlock, ihr Lieben.